So, guten Morgen, meine Damen und Herren, Gedanken zum Tag, jetzt mal gelässig, mal über alles Mögliche hier im Zusammenhang gesprochen, privat, beruflich, Schlaf ist wichtig, was noch, ich habe neulich eine Umfrage gemacht, da kam auch nichts Gescheites Neues. Wichtig ist, Nachhaltigkeit bedeutet, dass man sich selber auch treu bleibt in dem, was man sagt, wir hatten ja auch eben mal drüber gesprochen. Es gibt Menschen, die sind verdammt stur, ne? Und keine mangelnde Krankheitseinsicht. Ne? Das darf nicht passieren, wenn es überhaupt eine Krankheit ist. Ne? Das ist natürlich die andere Seite bei aller Sturheit. Ne? Manchmal denkt man auch, der ist so stur, ein Politiker, oder er hat so Gedächtnislücken. Gedächtnislücken hatte ich auch. Im Sommer ist eine Weile her und in den etwa drei Monaten, wo das war für mehrere Tage, ist wieder das meiste, wieder 99% wieder zurückgekommen. Davon bin ich überzeugt. Jetzt aber im Rundumschlag nochmal durch alles Mögliche beruflich, hatte ich ja auch erwähnt, soll man ja nicht so öffentlich sprechen, nur wenn ein öffentliches Interesse besteht. Das ist in meinem Fall so, dann kann man das schon mal sagen. Die Frage ist ja, ob man durch Veröffentlichen oder Stellungnahmen zu beruflichen Zusammenhängen einen Schaden herbeifügt. Das ist bei mir eher nicht der Fall. Es geht nur darum, dass ich bereit bin, wieder zu arbeiten demnächst. Aber das werde ich meinem Arbeitgeber in Ruhe besprechen. Bei den Ärzten ist es so, dass ich fast so weit bin, dass die Ärzte nichts dagegen haben, dass ich im Homeoffice weiterarbeiten kann. Grundsätzlich, es ging ja nur noch um die Frage, wie viele Stunden man arbeiten kann, ob man einen Arbeitstag durchhalten würde. Also lange Zeit war man krank und dann ist immer die Frage, kann man den Stress schon aushalten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das möchte ich aber nicht runterbeten. Beruflich bin ich im Bilde, privat auch. Da findet was statt, was ich mitbekommen habe, aber ohne mein Zutun. Jetzt geht es noch um Politik. Nach zweieinhalb Minuten. Ich habe mal so verschiedene Sachen angeschaut. Ich schalte mal hier ein bisschen um. Sie sehen mich, glaube ich, trotzdem, was auf meiner Homepage so zu stehen kommt. Das ist schon entscheidend. Also macht es nicht spaßhalber, die Homepage. Und ich habe heute einen Artikel vom 2.3. eingestellt, den ich selber geschrieben hatte, über den Ukraine-Krieg. Und das ist heute noch richtig und wichtig. Das ist auch nachhaltig, dass man nicht irgendwann was sagt und am nächsten Tag ist es wieder anders. Da gibt es ja Politiker, die sogar Bundeskanzler werden wollten, die so ein Verhalten an den Tag legen, gerade wie sie wollen. Und jetzt gehen natürlich die Corona-Belegzahlen in den Intensivstationen der Krankenhäuser wieder hoch, habe ich irgendwo gesehen. Und dann geht es wieder andersrum. Also hin und her, das nennt sich ja da pragmatische Politik. Pragmatisch war ich eigentlich nie. Ich bin mir immer selber treu geblieben. Und deswegen melde ich mich nochmal zu Wort zum Thema Krieg und Frieden, jetzt immer an der richtigen Stelle. Ich kann das natürlich vorlesen oder interpretieren. Ich mache mal beides. Ich lese mal die Überschrift vor zum Ukraine-Krieg, weil jetzt hier mit der Diskussion begonnen wird, könnte er Atomwaffen einsetzen? Und das ist ja auch eine Glaubensfrage. Würde er so weit gehen? Herr Putin ist gemeint. Der Russ, haben wir früher gesagt, der Russ. Ich sage jetzt auch immer, der Russ, also heißt er, oder die Russen, ist völlig falsch. Herr Putin ist richtig. Würde Herr Putin so weit gehen in seinem Wahn? Ne, der hat eine mangelnde Krankheitseinsicht. Jetzt sind wir wieder beim richtigen Thema, nach meiner Meinung. Der ist wirklich, hat sich verirrt und das kann man schon als psychisch krank einstufen oder vor ein Kriegsgericht. Ne. Würde er Atomwaffen einsetzen? Ich glaube es nicht. Jetzt kommt mein Glauben. Beziehungsweise für mein persönliches Verhalten zu Krieg und Frieden spielt es keine Rolle, ob der andere, was der andere tun könnte. Könnte er mich erschießen? Zum Beispiel heißt die Frage, oder würde er mich niederschlagen oder sonst was? Also Gewaltfreiheit ist eine Grundsatzentscheidung, hat nichts damit zu tun, wie ein anderer entscheidet. Wobei jetzt bei Kriegen auf dieser Welt ich das Selbstverteidigungsrecht von Nationen oder Völkerländer, das habe ich an anderer Stelle schon gesagt, akzeptiere, die Ukraine darf kämpfen und sie darf natürlich auch im Rahmen unserer NATO-Mitgliedschaft von Deutschland derzeit Waffen beziehen, allerdings wenig Waffen und Defensivwaffen und keine 100 Milliarden
Finanzen, die als Ergänzung dazu zur Verfügung gestellt werden. Das halte ich für falsch. Auch die NATO-Mitgliedschaft kann man hinterfragen, habe ich zu einem früheren Zeitpunkt gesagt. Sofort die Waffen wieder, Herr Putin. Ukraine, Klammer auf, 2. März 2022. Ich lese es jetzt doch mal vor. Und Sie sehen mich hier, ist ja fast die gleiche Richtung. Das ist ja so der Prompter. Ne? Da gibt es ja den schönen Gag mit dem ehemaligen Bundespräsidenten, wo er beim Prompter hin und her. Und jetzt habe ich ja die Krankheit, die Krankheitseinsicht. Er konnte mit dem Prompter nicht umgehen. Ich bin dankbar, dass ich trotz dieser Gesichtsfeldstörung mit dem Prompter relativ gut umgehen kann. Ne? Sofort die Waffen nieder, Herr Putin. So wie ich ihn einschätze, wird er es nicht tun. Vielleicht etwas später im Laufe des Jahres. Oder Ergänzung jetzt, vielleicht ist er bis dahin weg. Im Laufe des Jahres, da ist ja nicht mehr so viel Zeit, weil wir schon Herbst. Aber vielleicht gelingt es, ihn verschwinden zu lassen auf Deutsch. Das habe ich zu einem anderen Zeitpunkt auch mal geäußert, dass man einen solchen Herrn durchaus auch verschwinden lassen könnte. Und dann geht es besser voran. Im Laufe des Jahres, vielleicht etwas später im Laufe des Jahres. Ich lese vom Prompter jetzt wieder ab. Betrachten wir die Menschheitsgeschichte, so stellen wir fest, dass sich Kriege verschiedenster Art und Brutalität wie ein roter Faden durch die Zeiten ziehen bis zum heutigen Tage unter der Anleitung von mächtigen Politikern und Religionsführern. Ergänzung dieser Aufzählung ist nicht zufällig. Ich wiederhole, mächtigen Politikern und Religionsführern. Wenn die noch unter einer Decke stecken, was auch immer sie da machen, unter der Decke, das wäre jetzt der Satirebeitrag, da geht die Kriegsführung. Von daher kommt die Kriegsführung niemals vom Volk. Vom Volk hat ja kaum jemand, da gibt es natürlich auch welche, die gern kämpfen, vielleicht 10%, schlagen gerne anderen Köpfe ein oder vergewaltigen gerne. Das sind vielleicht 10% in jeder Gesellschaft, schätze ich mal, und ziehen gerne in den Krieg, aber die große Mehrheit natürlich nicht. Aber die Mächtigen, die Politiker und die Religionsführer haben einen Vorteil daraus, das habe ich ausgeführt, immer wieder, dass hier Völker Kriege führen, weil man verdient dran. Man kann dran Geld verdienen, wenn man die Waffen herstellt oder der Waffenhändler, ne, der Schießer, ne, der Brötchenfabrikant und so weiter. Ich komme jetzt vom Thema ab. Ich zitiere, in Frieden zusammenleben scheint dem Menschen nicht zu gelingen. Sie kämpfen lieber um die Macht. Aber sie kämpfen lieber, weil es ihnen eben gesagt wird. Das habe ich jetzt mal ergänzt online. Dieser Satz ist irrtümlich. Würde ich etwas ausführlicher schreiben. Sie kämpfen lieber unter dem Kommando von ihren Mächtigen und Vorgesetzten vielleicht oder so in die Richtung um die Macht. Ich zitiere, die Ausgaben für Rüstung stiegen seit Jahren in Deutschland steil an, zuletzt per Bundestagsbeschluss um 100.000 Millionen Euro. 100.000 Millionen, also 100 Milliarden Euro hastig, einmalig, zusätzlich, on the top, für Klimaschutz, Bildung, Gesundheit und Soziales. Die Reihenfolge ist bei mir immer interessant. Mir kommt es auf die Kombination und die Exaktheit der Sprache an, habe ich auch wieder ergänzt. Jetzt zitiere ich wieder, kommt auf die Reihenfolge an. Also erstens Klimaschutz, zweitens Bildung, drittens Gesundheit, viertens Soziales. Ich habe nämlich gerade auch wieder ein Insert, sei es ja, was gelesen über die Partei Volt aus aktuellem Anlass. Ich habe aber festgestellt, dass im September eine Veröffentlichung vorliegt, wo das bestätigt wird, was in Leonberg geschehen ist. Und das hängt mit der Partei Volt zusammen. Volt ist ja eine Einheit für die elektrische Spannung und das ist eine interessante Partei, der bin ich schon mal auf der Gas begegnet in früheren Jahren und ich werde die Partei nicht wechseln, das ist klar, obwohl die Partei Volt sicherlich eine interessante Bewegung ist, ist mir nicht unsympathisch, jedenfalls innerhalb des demokratischen Spektrums eine Europapartei, so würde ich sagen. Ich zitiere jetzt wieder weiter, Bildung, Gesundheit und Soziales wird die Ampelregierung kaum noch was draufgeben können oder wollen. Stattdessen plant man sogar eine Rolle rückwärts in der Energiepolitik, weil russische Energieträger, insert Gas ist gemeint, Sie wissen, weil russische Energieträger
längere Zeit wohl ausfallen werden. Die Enttäuschung hierüber trifft mich hart. Allerdings halte ich es für richtig, internationale Solidarität zu zeigen, der Ukraine zu helfen, insbesondere mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen gegen Russland. Geht leider nicht, ich hätte gern gegen Putin geschrieben, aber gegen Russland, sonst spürt er es nicht. Also wenn er so abgeschirmt ist mit langem Tisch und Leibwächtern, dann spürt er ja das nicht. Es kann nur über das Volk gehen. Das Volk muss hier sich auflehnen gegen diesen Diktator, was gar nicht so einfach ist. Ne? Keine historischen Vergleiche an der Stelle, aber Sie wissen, was gemeint ist, wie schwierig es ist, die Herrschaft wieder an sich zu nehmen für das Volk. Das habe ich jetzt ohne abzulesen gesagt. Deswegen ist dieser Tipp natürlich auch relativ. Der Rubel soll rollen, aber bitte den Berg hinab. Das könnte fast Satire sein, aber es ist wirklich so gemeint, ironisch. Ich wiederhole, der Rubel soll rollen, aber bitte den Berg hinab. Das ist von mir der Satz. Nicht, dass das irgendwo abgeschrieben ist. Ne? Jetzt geht es wieder weiter. Ich zitiere, eine andere Sprache verstehen Putin und seine Fans nicht. Ein reiner Pazifist war ich nie. Um verrückte Diktatoren zu stoppen, brauchen wir leider Gewalt. In diesem Zusammenhang schwindet mein Vertrauen in die eigene Partei weiter. Neben Impfkritikern finden sich jetzt sogar auch noch Putin-Versteher in unseren Reihen. Oft kommen diese beiden Fehlorientierungen sogar zusammen. Also der Begriff Fehlorientierung heißt nicht, dass ich den die Demokratie abspreche. Grundsätzlich spreche ich einem nur die Demokratie ab. Da muss viel passieren, da muss sehr viel geschehen und deswegen, wenn einer Austritt aus meiner Partei oder einer anderen Partei eingeht, dann ist er nicht automatisch gegen die Demokratie oder gegen den Staat. Außerdem kann ich trotzdem noch mit ihm reden und sprechen. Also bevor einer hier Hausverbot kriegt, muss viel geschehen. Und bevor ich eine persönliche Konsequenz ziehe und sage, jetzt spreche ich mit ihm nicht mehr, muss viel geschehen. Das ist aktuell auch geschehen, aber als aus Selbstschutz. Raus, jetzt geht die Sonne auf, draußen arbeitet einer mit Steinen. Ich muss ja meinen Therapieplan einhalten und demnächst wieder rausgehen, es ist ja bereits 10 Uhr. Jetzt geht es weiter im Wechs, ich zitiere, ein Austritt wäre leicht, aber welche Partei vertritt noch die Interessen der Armen, Kranken und Benachteiligten dieser Welt? Fragezeichen. Insert, es sind ja mindestens 10% in unserer Gesellschaft, auch in der deutschen Gesellschaft. Und da kommt immer gleich der Nationalismus rein. In meiner Verwandtschaft sowieso. Die denken immer, der deutsche Mensch sei mehr wert als der in Afrika geboren wird. Die Diskussion führe ich gerne und intensiv. Es führt aber nicht dazu, dass man weiterkommt in der Frage. Und hier bleibe ich aber hartnäckig. Für mich ist jeder Mensch gleich viel wert, egal wo er geboren wird, egal wie er sozialisiert wird, egal welchen Lebensweg er nimmt und egal ob er Glück oder Pech im Leben hat. Ein Austritt wäre leicht, aber welche Partei vertritt noch die Interessen der Armen, Kranken und Benachteiligten dieser Welt? Fragezeichen. Das ist eine gute Frage, es muss jeder selber entscheiden. Schlusssatz, ich zitiere, wir brauchen weiterhin Linke in den Parlamenten. Jetzt kommt noch ein Bild, nein zum Krieg. Die Waffen nieder, die Linke. Schauen Sie sich das mal an. Jetzt schalte ich wieder auf. Ich bin noch da. Ich liege hier so halb. Rot ist ja die richtige Farbe, wenn es kalt wird. Schauen Sie sich das mal an. Deswegen mache ich jetzt auch mal Schluss nach 15 Minuten. Ich muss nämlich raus. Die Sonne ist aufgegangen. Therapieplan. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Gongschlag habe ich auch gehört. Also das Gehör ist gut. Und 10 Uhr, einen schönen Tag und dann schauen wir mal, dass wir hier 14, ja, jetzt kommt nur noch Blabla, Sie können längst ausschalten. Tschüss.